das Material Latex, sei es als Sohlenmaterial, kommt zum Beispiel in Damenschuhen vor, sei es als Material im Einlagenbereich, wo es teilweise für Pilotten eingesetzt wird, die man entweder in Einlagen wirklich dann verarbeiten kann, sehr weiche Pilotten in dem Fall, oder die man auch kaufen kann für den Endverbraucher, die dann einfach nur eingeklebt werden in die Schuhe, ist ein Material, was sich anders als andere sehr einfach erkennen lässt. Es steht nämlich schlicht und ergreifend drauf im Regelfall. Das heißt, auf so einer Latexsohle oder einem anderen Latexmaterial muss draufstehen Latex oder 100% Latex oder irgendein Prozentanteil. Einfach deshalb, weil es Menschen gibt, die gegen Latex als natürliches Material allergisch sind. Das heißt, ein Allergiker muss eben wissen, habe ich Latex hier drin oder nicht. Von der Verarbeitung her muss man zwei Dinge beachten. Zum einen, Latex ist ein recht weiches Material, nicht übermäßig stabil, nicht übermäßig fest. Das heißt, wenn ich eine Latexsohle, sei es repariere, sei es neu verklebe, muss ich beim Pressdruck aufpassen, dass das nicht zu viel wird, dass ich die nicht breitquetsche und mir damit die Klebenaht aufreiße. Ist natürlich auch entscheidend, wenn ich zum Beispiel eine Latexpilotte, die es halt eben auch immer noch gibt, wenn ich die versetzen möchte, dürfte schwierig werden, weil im Regelfall sind alle Methoden, um die Klebung wieder anzulösen, so zerstörerisch auch für das Latex, dass ich mir die eigentlich nur noch runterbröseln kann. Das ist der eine Punkt, ja, dass man also auf die unzureichende oder nicht sehr große Festigkeit dieses Materials etwas Rücksicht nehmen muss. Das andere Thema ist eben wirklich eine gute Haftung zu erzielen. Das ist im Pilotenbereich, im Einlagenbereich weniger problematisch, einfach weil die dort meistens auch offen, der Schaum offen liegt, der Latexschaum offen liegt. Das heißt, da kommt man auch mit jedem Schnellkleber, kommt man da problemlos klar. Bei Latexsohlen hat man meistens außenrum noch so eine Art Haut und beziehungsweise hier auch ein kompaktes Material, ein nicht geschäumtes Material. Und dieses Material muss halogeniert werden, ähnlich wie eine Gummischalensohle, ähnlich wie eine TR-Sohle. Auch da hilft unser Reagol weiter, also anwenden, 15 bis 30 Minuten einwirken lassen und dann mit einem geeigneten Klebstoff verarbeiten. Heißt bei Reagol entweder unser Kunststoffkleber Syndic Total oder einer unserer Universalklebstoffe Col de Cologne oder Multicol. Dann funktioniert das wunderbar.